Hey, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In dem heutigen Video geht es um das Thema Vetiver. Das heißt, ich werde dir heute erzählen, wo Vetiver herkommt, was Vetiver ist, wie es riecht und warum es ein interessanter Inhaltsstoff der Parfümerie ist. Und ich möchte aber erstmal Danke sagen, nämlich wenn du das letzte Video zu diesem Thema gesehen hast, wo ich über das Thema Oud gesprochen habe, also woher Oud oder Adlerholz kommt, was es so besonders macht und wie es riecht und wie es traditionell verwendet wird, dann vielen Dank an dich, denn ich war ehrlich gesagt völlig hin und weg von dem Feedback. Auf jeden Fall war ich mega happy, wie gut das Video angekommen ist, weil ich habe mir gedacht, hey, 20 Minuten Video über irgendein Parfüminhaltsstoff, wer schaut sich das an, aber anscheinend fandet ihr das toll, fandest du das toll. Deshalb vielen Dank fürs Schauen und das hat mich wirklich sehr stark gefreut. Und kleiner Fun Fact übrigens, wir haben ja letztes Mal in dem Video, da habe ich ja drüber gesprochen, dass Oud sehr teuer werden kann und ich habe hier jetzt ein sehr gutes Beispiel, denn ich habe mir vor 2 Monaten diese Destillation aus Sri Lanka gekauft, was ein sehr seltenes Land ist, wo man, oder ein seltener Teil der Erde, wo man Oud herbekommen kann. Ich habe hierfür 400 US-Dollar bezahlt. Inzwischen ist es ausverkauft und der Preis liegt momentan bei über 1500 US-Dollar. Also so viel zu dem Thema Oud und sein Preis. Heute geht es aber um das Thema Vetiver, was ein weiterer Inhaltsstoff der Parfümeurskunst ist. Ein weiterer sehr interessanter Inhaltsstoff, der auch ein sehr natürlicher Inhaltsstoff ist. Ja, weil das ist eigentlich ein Gras und die Wurzel von diesem Gras wird destilliert und dann hast du eben Vetiver. Und das sieht dann ungefähr so aus. Ja, das ist also ein dunkleres Öl, ist sehr, sehr dickflüssig oder kann je nach Art sehr, sehr dickflüssig sein. Und ich habe hier eben 2 verschiedene Sorten, einmal 2,5 Gramm in der vollen Variante und dann noch eine andere Art, die ich heute auch kurz besprechen werde. Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben zum Thema Vetiver. Ich werde das jetzt einfach mal vorlesen. Also zuallererst ist Vetiver eine Art Gras. Ja? Häufig wird das Ganze auch Kus oder Kass genannt, geschrieben K-H-U-S. Und das ist eben die wörtliche Übersetzung für Gras. Und die Wurzeln von Vetiver werden dann eben destilliert. Und heraus kommt dann Vetiver-Destillat. Und dieses Gras wächst eben im weitesten Sinne im tropischen Asien und teilweise auch in Afrika. Denn ich habe hier jetzt dieses kleine Sample, das ist aus Afrika. Das Interessante ist, dass du in modernen Parfums, die mit Vetiver arbeiten, wie beispielsweise Chanel Sycamore oder von Lalique Encre Noir oder Encre Noir à l'Extrême oder Encre Noir Sport, all diese Düfte arbeiten mit Vetiver oder auch Creed Original Vetiver ist auch ein Beispiel. Und den Vetiver von Roger Duff oder von Guerlain auch, ist ganz, ganz berühmtes Parfum. Und diese Parfums arbeiten alle mit, nicht mit reinem Vetiveröl, sondern meistens mit einem Vetiver-Isolat. Weil Vetiver-Isolat eine besondere Duftcharakteristik hat, die immer sehr gleich ist. Und wenn du Parfüms in großen Massen herstellst, dann willst du natürlich, dass die alle relativ gleich riechen. Und wenn du das nicht tust und zu viel auf natürliche Inhaltsstoffe zurückgreifst, die auch mit der Zeit dann unterschiedliche Qualitäten haben, dann hast du das Problem, was Creed häufig hat und wofür Creed auch sehr häufig in die Kritik gerät, nämlich dass Aventus, ein sehr berühmter Duft von Creed, teilweise mega unterschiedlich riecht. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du auch gerne hier auf dem i nochmal schauen, denn da habe ich auch schon zu ein separates Video gedreht. Wichtig ist aber eigentlich nur, dass in der modernen Parfümeurskunst kein echter Vetiver verwendet wird, sondern nur ein Isolat oder eine bereinigte Variante, die immer gleich riecht. Und der Unterschied zu so einem originalen Öl ist, dass es einfach viel mehr Facetten hat und viel, viel mehr Nuancen auch hat. Also allgemein, ob es sich jetzt um Vetiver dreht oder auf der anderen Seite eben um Oud. Natürliche Inhaltsstoffe riechen immer ein bisschen anders, je nachdem, wo die wachsen, wie sie destilliert worden sind, in welchen Töpfen und so weiter. Und haben eben auch, und das finde ich persönlich immer so mega interessant daran, verschiedene Stufen. Also genauso wie ein normales Parfüm auch. Am Anfang riechst du vielleicht ein bisschen eher die Bergamotte, dann kommen eher holzige Noten, dann am Ende kommt Tonkabohne durch beispielsweise. So ähnlich funktioniert das auch bei natürlichen Ölen oder bei den reinen Inhaltsstoffen, wenn man so möchte. Ich kann jetzt an der Stelle hauptsächlich über diesen Vetiver hier sprechen. Das ist ein Destillat von Enza Oud. Ich kennzeichne das jetzt einfach mal mit Werbung, weil ich Enza Oud als Website mega geil finde. Das ist ein Typ, der in Jordanien sitzt und einfach ein super crazy Oud-Liebhaber ist. Also der sucht wirklich sehr seltene Bäume und auch sehr seltene Vetiver
Arten auf und destilliert die dann und verkauft sie. Und das ist wirklich ein extrem guter Gegenwert, den man da bekommt. Deshalb tut es mir auch gar nicht leid, dass ich da jetzt Werbung für mache, weil ich schon mehrfach von dem gekauft habe und wirklich only the best davon bekommen habe. Naja, auf jeden Fall habe ich hier ein Vetiver-Destillat, das heißt Cos Exclusive. Und ich weiß nicht wirklich, wo es herkommt. Da stand nichts bei. Ich schätze, dass es ein Gemisch aus verschiedenen Vetiver-Sorten ist. Und darüber kann ich eben jetzt hauptsächlich sprechen. Und das Erste, was ich sagen kann, ist, dass der Vetiver, egal ob ich ihn jetzt hier an der Flasche rieche oder ob ich ihn mir auf die Haut auftrage, dass der zuallererst mal eine sehr starke, rauchige Charakteristik hat. Also es ist ein bisschen so, als würdest du an einem Aschenbecher riechen, nur nicht ganz so ekelerregend. Ja? Also diese trockene, rauchige Note ist am Anfang super präsent, auch wenn du das aufträgst. Und das mag vielleicht auch dafür sorgen, dass manche Leute denken, dass du Raucher bist, was mir bis jetzt noch nicht passiert ist. Aber ich kann verstehen, wie man das vielleicht als Außenstehender denken kann. Und was aber auch sehr präsent ist, ist fast schon so eine gemüseartige grüne Note, die direkt damit durchkommt. Und das habe ich letztens in dem Video auch schon mal gesagt, wurde dafür in den Kommentaren so ein bisschen aufs Korn genommen. Ich finde, dass es auch immer so eine leicht fruchtige und glitzernde Süße hat. Also etwas wie eine sehr starke Zitrusfrucht. Ist eine ganz schwache Unternote, aber das schwingt irgendwie immer so ein kleines bisschen mit. Je nach Vetiver-Art. Die Variante, die ich als Sample hier habe, ist ein bisschen anders. Das Sample ist aber vor allen Dingen interessant, weil es zeigt, wie unterschiedlich Vetiver riechen kann. Und dass es eben nicht nur dieses Isolat ist, was in der Parfümeurskunst verwendet wird, sondern dass es ein eigener Inhaltsstoff ist, der wirklich sehr, sehr unterschiedlich riechen kann. Denn hier war mir von Anfang an nicht wirklich klar, ob es sich um ein Oud-Destillat oder um einen Vetiver handelt. Und das ist mir erst klar geworden, als ich das Sample dann mal einen Tag getragen habe und mir dann so bei der Hälfte vom Tag dachte, Moment mal, das ist gar kein Oud, was du da trägst, sondern das ist Vetiver, weil dann diese grünen Noten rauskamen, die doch so typisch für dieses Gras sind. Und diese Variante hier ist kein bisschen rauchig und kein bisschen erdig und tief dunkelbraun, sondern es ist eher eine grüne Variante und eher leicht und transparent, während die Variante deutlich rauchiger, erdiger und dunkelgrüner ist. Ich finde auch, und das möchte ich an dieser Stelle auch noch betonen, dass Vetiver in bestimmten Momenten etwas von Marihuana hat. Also nicht, wenn man das jetzt raucht, was bestimmt jeder schon mal gerochen hat. Ich brauche euch hier nichts vorzumachen. Sondern eher in der getrockneten Form. Also wenn du die Blüten hast und du riechst daran, dann ist das auch so ein bisschen was hier mitschwingt. Nicht auf so eine, das riecht aber nach Weed Art und Weise, sondern es ist so ein unterliegender grüner Ton, der mich sehr stark an das erste Mal an so einer Blüte riechen erinnert hat. Also das erste Mal, als ich an so einem Sack Gras gerochen habe, habe ich mir auch gedacht, so krass, das riecht aber irgendwie auf so eine witzige Art und Weise, riecht es halt sehr grün. Und es war für mich eben ein sehr besonderer Duft. Und das ist etwas, was ich hier auch, finde ich, festgestellt habe. Eine Sache, die ich noch zu Vetiver sagen kann, ist, dass die Haltbarkeit von diesem reinen Öl übertrieben krass ist. Und auch wenn das nicht so stark projiziert wie manche Oud-Varianten, die ich probiert habe, ist es von der Haltbarkeit her 12 bis 14 Stunden aktiv. Und es ist ein sehr konzentriertes und sehr starkes Destillat, ein sehr starkes Öl, wovon du wirklich den ganzen Tag über hast und noch weit in die Nacht hinein. Das war aber jetzt erstmal alles, was ich zum Thema Vetiver sagen kann. Und im Vergleich zu Oud, was ja eher so ein balsamischerer und holzigerer Ton war, ist Vetiver deutlich aggressiver, rauchiger, schärfer und dafür aber auch mit einer sehr deutlichen grünen Note, die es nur in wenigen Oud-Destillaten zu finden gibt. Das war soweit alles. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat, dass es für dich informativ war. Wenn dem so ist, lass mir bitte gerne einen Daumen nach oben da und schreib mir in die Kommentare, was du über Vetiver denkst. Kannst du dir vorstellen, so einen natürlichen Inhaltsstoff mal auszuprobieren? Mich würde auf jeden Fall interessieren, was du dazu denkst, also schreib mir gerne einen Kommentar und ansonsten sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, bis dann, dein Kai.